Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII im Remake. Wir sind in der letzten Folge in das wunderschöne Kapitel 15 reingeschlittert, hätte ich gerade fast gesagt. Reingeklettert würde es wahrscheinlich eher treffen, weil wir eine riesige Mauer überwunden haben, wo wir mit Hilfe von Seilpistolen rübergekommen sind. Und ja, die Magie geht weiter, denn dieser Ort ist einfach wunderschön. Obwohl hier alles zerstört ist, das super gefährlich ist, wie wir am Ende der letzten Folge gesehen haben, auch für uns, weil hier Suchtrupps unterwegs sind, durch einen kleinen emotionalen Ausraster von Barrett wissen Der die kam von Leute gerade. Schnell zum Shinra-Gebäude. jetzt auch, dass Avalanche hier on Tour ist quasi. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass das hier noch an der einen oder anderen Stelle krachen und knirschen wird, aber wir sind vorbereitet. Wir haben beim letzten Mal noch eine zweite Elementar-Affinitätsmateria bekommen, die ich jetzt erstmal noch nicht zugewiesen habe, einfach in Ermangelung an Slots, die wir haben bzw. nicht haben. Trifft es wahrscheinlich besser. Hier sind die Lichter noch an. Hauptsache, die Hakare Handbremse Seile ist da oben gezogen. fest. Wir nehmen die Flugroute. Ein Versuch ist es wert. Guck mal, bei eben steht der Wagen nicht, ne? Aber gut, vielleicht wird er auch von dem Geröllhaufen hier irgendwie ausgebremst, keine Ahnung. Und ja, die Seilpistole, sehr nice. Ich hatte schon befürchtet, dass wir da irgendwie ein neues Minispiel haben werden, aber wir können uns ja einfach nur auf andere Ebenen nach oben ziehen. Und das ist nicht so kompliziert, wie ich befürchtet hatte. So, einmal so und zack. Oh. Was zur? Seid ihr von Avalanche? Wir haben sie! Wir benötigen Verstärkung! Haben einen ziemlich effektvollen Auftritt hingelegt, was? Ne, wir sind von Neverlanche, nicht von Avalanche. Ich glaube, ihr müsst uns verwechseln. So, Elite Gardist, warte mal. Ich will jetzt erstmal wieder einen anvisieren, bevor er wieder anfängt hin und her zu springen. Okay, er springt trotzdem wieder hin und her. So, Schwertsturm. Ach, der eine ist schon down. Okay, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass wir besiegbare Gegner hier vor der Nase haben und nicht alles irgendwie Bosscharakter hat. So, was ist mit dir? Ach, du kannst fliegen. Luftkombattant. Ah, meine Lieblingsgegner von damals. Ich erinnere mich noch. So, ihr mögt kein Feuer und ihr mögt keine Luft, obwohl ihr selber in der Luft schwebt. Das ist auch interessant. Warte mal, Feuer kann ich euch geben. Beziehungsweise Barrett kann euch Feuer geben. Der hat da. Obwohl, nee, der hat gar nicht mehr so viele. Nee, Moment, der hat gar nicht mehr so viele MP. Ich glaube, die hebe ich mir dann erstmal noch auf und versuch's mit solchen Sachen. Wobei diese Geschichte wahrscheinlich für die Bodentruppen sinnvoller ist. Aber der Luft. Ah, warte, 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 warte. Der Luftkombattant, der hat sich gerade auch zu uns nach unten hin begeben. Sollte man vielleicht ausnutzen, indem man solche Dinge tut. Oder auch solche Dinge. Ja. Die gehen so schnell down. Das Spiel ist halt so komisch, ne? Setzt ja halt entweder so ultra schwere Gegner vor die Nase oder solche, die einfach nur Kanonenfutter sind. Habe ich aber schon mal festgestellt, dass es hier irgendwie wenig Graustufen gibt in der Schwierigkeit, die Gegner hier so mitbringen. Aber okay. Du, ich habe es lieber, wenn die schnell down sind, als andersrum. Deswegen will ich mich nicht beschweren. Ich glaube, das schreit mal wieder nach Einsatz einer Ramme. Wobei, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht, weil die zu schnell kaputt sind. Oh, Toxin! Mechanismen des Magieverbrauchs stand da gerade. Was habe ich denn da gerade Kurioses gelernt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwas, was Chatley am Ende sehr glücklich machen wird. Aber wir gucken. Eure Waffen steckt ihr nicht weg? Ach, da ist noch wer. Da ist noch wer. Ich wollte erst mal gucken, ob ich hier noch irgendwas habe liegen lassen. Bestimmt habe ich das. Man sollte vielleicht auch nicht unbedingt ins Feuer laufen. Das ist nämlich kein gemütliches Lagerfeuer, Cloud, weißt du? Aber das muss ich dir nicht sagen. Ich steuere dich ja. Ich bin ja schuld an der Misere. Also wenn deine Augenbrauen jetzt brennen, dann kannst du nichts für. Das ist mir schon klar. Autschen. Okay, warte mal, Tifa hat jetzt ja auch schon wieder ganz schön. Warte mal, die haben ja alle irgendwie Zeug, was sie einsetzen können. Hier, Schockschuss. Einmal so. Tifa. Keine Ahnung. Nee, nicht auf Hochtouren. Hier, die. Wenn wir so viele Gegner sind, dann kann sie ruhig mal so eine Sphäre rausballern. Okay, und Cloud kann auch wieder sinnvolle Dinge tun. Zum Beispiel das hier. Wenn er dann auch noch Gegner treffen würde, wäre das natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte. Aber vielleicht mag er auch keine Kirschen. Ich weiß es nicht.
Ist ja nicht so jedermanns Fall. So, Tifa muss jetzt gleich wieder mit Heilung aushelfen. Es wäre toll, wenn das mal wieder ein Part werden würde, wo keiner verreckt. Wobei in der letzten Folge ist, glaube ich, auch keiner draufgegangen. Bist du jetzt der Einzige, der noch lebt? Weil Clouds Angriff gerade wieder ins Leere gegangen ist. Ich greife an und der trifft auch den Gegner in der Luft nicht. Der Bus lässt auf sich warten. Dann wird es Zeit für eine Zugabe. Okay, aber er steckt die Waffe weg. Das heißt, jetzt haben wir hier für Klarschiff gesorgt. Sehr schön. Ich will nur gucken, weil sich das hier schon so ein bisschen anbietet, in der einen oder anderen Ecke auch Kisten zu verstecken. Naja, jetzt mal ohne Witz. Ich meine, ich bin noch nicht so lange hier in dem Kapitel, aber dieses Kapitel muss doch die Schönheitskrone bekommen, oder? Ein hübscheres Setting hatten wir hier bisher, glaube ich, noch nicht. Müsste ich mal überlegen. Ich habe sowas Ähnliches, habe ich auch schon mal über einen anderen Ort gesagt, aber ich weiß nicht mehr, welcher das war. Und ich glaube nicht, dass der schöner war als das, was hier angeboten wird. Aber naja, irgendwann kommt das große Fazit, wo ich mich vielleicht nochmal so ein bisschen durch ein paar ältere Videos klickern werde. Und mal schauen werde, was jetzt hier wirklich mein liebster Ort war. Wahrscheinlich werde ich das nicht tun. Steht und fällt so ein bisschen damit, inwiefern das Spiel erkennbar macht, wenn man aufs Finale oder dass man aufs Finale zusteuert. Es gibt Spiele, da schlittert man so rein und ist überrascht. Und es gibt Spiele, da zeichnet sich das... Mit einer Seilpistole bestimmt. Hoffentlich bricht nicht wieder was ein. Da zeichnet sich das deutlich ab. Apropos Seilpistole, ich hätte, als ich da gerade meine Runde gedreht habe, vielleicht nochmal gucken können, ob ich mich irgendwo nach oben ziehen kann. Ich wette, das wird der Grund sein, warum ich hier den einen oder anderen Schatz übersehe. Wetten? Weil das werden die sich doch nicht nehmen lassen. Die werden auch Secrets dorthin packen, wo du nur mit der Seilpistole auch hingelangst. Oh, das hier sieht aber nach optionaler Sackgasse aus. Oh! Sogar mit Empfangskomitee. Aber der hat gerade eine Kiste dahinter sich bewacht, habe ich gesehen. Oh, da ist auch schon wieder so ein Luftkombatant. Die sind hier so ein bisschen überrepräsentiert, ne? Die sind einfach zu schlecht und zu schwach und zu feige, um sich auf festem Boden mit uns zu messen. Ihr seid einfach nur... Oh, das ist aber ein Spezialluftkombatant. Der ist komplett neu. Moment. Nein, ich Klingenstreicher. Analyse einmal bitte. Bei dem. Du bist quasi der Chef von den eh schon so nervigen, ne? Spezialluftkombatant der Shinra-Sicherheitsbehörde. Elitekämpfer, dessen Kampffähigkeiten denen gewöhnlicher Luftkombatanten deutlich überlegen sind. Er ist mit einem hocheffizienten Kampfanzug mit Hochleistungsmotoren ausgerüstet. Wenn die elementare Attacken aus der Luft füllen die Schockleiste schnell auf. Ich habe ja beim letzten Mal schon festgestellt, dass das Feuerelement hier so ein bisschen unterschlagen wird in der Beschreibung. Aber ich wette, Feuer treibt das nicht so schnell nach vorne wie Wind. Ja, kann ich vielleicht auch nochmal an den Gegner ran? Oder spielen wir jetzt hier lustig Ping-Pong und Cloud ist der Ball? Kein Plan. So, lohnt es sich jetzt hier mit Fertigkeiten zu arbeiten? Gefühl sagt mir immer, nee, Impulsieb greift, glaube ich, nur den Boden an. Okay, dann mache ich jetzt den Schwertsturm. Wir haben ja auch unten noch Gegner. Unten sind die Sympathischen, die Mutigen. Warum ist denn der in der Luft jetzt gestorben? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil er sich erschrocken hat. Aber auf jeden Fall hatten wir schon wieder ein Level-Up. Das ist gut und hilfreich, würde ich sagen. Das Allerbeste ist aber, dass wir da hinten eine Bank haben, an der ich gerade vorbeigelaufen bin. Und... es könnte sein, dass uns der nächste Boss gleich erwartet. Ich finde, es sieht nämlich so aus, als würden wir... Weil wir hatten, glaube ich, jetzt eine Leiter als nächstes. Und die Kombination, ne? Wir kennen das ja schon. Kombination, Verkaufsautomat. Oh, wir können wieder eine Platte kaufen. Kombination, Verkaufsautomat und Bank. Kann ein Indikator sein. Muss es aber nicht. Aber die werden sich das nicht nehmen lassen, wenn die hier schon so viel Aufwand reingesteckt haben, dieses ganze Setting hier so schön zu machen. Es wird hier bestimmt auch einen epischen Bosskampf geben. Wahrscheinlich einen, den ich in wenigen Minuten schon wieder massivst haten werde. Aber mal gucken. Lurking in the Darkness. Eine Schallplatte mit einem Arrangement von Jazzmusik. Mhm. So, nehmen wir auf jeden Fall einmal mit. So, genauso die Angebote hier. Huch? Hä? Ja, habe ich gerade gar nicht auf Ja geklickert, scheinbar nicht. So, und die Phönixfeder nehmen wir auch nochmal mit. Ich glaube, wenn ich 30 erreicht habe, dann muss ich da auch nicht unbedingt mich weiter überbevorraten. Aber jetzt aktuell kann man das noch machen. So, hier gibt es auch nichts Neues. Das heißt, wir sind gut ausgestattet, gut vorbereitet. Ach nee, wo habe ich denn da eine Leiter gesehen? Hier ist einfach nur ein etwas deformiertes Treppenhaus. Ich speichere mal. So, und jetzt
Hoch die Treppen. Auf die Buletten, hoch die Treppen. Das reimt sich nur semi-gut, aber egal. Ich habe wieder Hunger. Deswegen, oh mein Gott, ist das hübsch. Das ist echt, dieses ganze Setting hier könnte auch 1:1 aus Nier Automata stammen, finde ich. Nur die Einfärbung, die Lichteffekte, die sind nicht so Nier-typisch, aber das Setting selbst. Ich glaube, es gab in Nier Automata auch ein ähnliches Gebäude. Ja, das mit dem Seil habe ich schon verstanden. Lass mich doch erstmal meine Runden drehen. Ich muss links absuchen. Warum laufe ich rechts rum? Ich merke direkt in meinem Kopf, dass irgendwas kaputt ist, wenn ich eine andere Route laufe als normal. Ey, Barrett, ist gut jetzt. Okay, das mit dem Seil, das habe ich schon verstanden. Und es reicht auch, wenn du das alle 2 Minuten sagst und nicht alle 20 Sekunden. Jetzt sagt er es gleich wieder, oder? Komm, komm, wir warten alle nur drauf. Sag uns, dass hier irgendwo ein Seil rumhängt. Keiner hat's verstanden. Bitte. Da oben hier, durch diese runde Konstruktion, werden wir uns bestimmt gleich nach oben ziehen können. Diese Wand sieht aus, als könne man sie irgendwie durchbashen. Ich wette, wenn Barrett da einmal gegendonnern würde, wobei das gilt für fast alle Wände. Ist aber wenig ratsam, weil das Gebäude, in dem wir uns hier gerade bewegen, nicht das allerstabilste ist. So, hier, Seil. Da, Seil. Jawohl. Alles klar. Also ist hier doch noch nicht der Bosskampf, aber er wird kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Bist du eine Drohne, die wir schon kennen? Ja, bist du. Würde ich anhand der Beschreibung jetzt einfach mal behaupten. So, oh, hier ist aber einiges los. Elektroschock-Drohne, kennen wir die auch? Nee. Oh, ich wollte jetzt mit meinem Schwertsturm um die Ecke kommen. Bei so vielen Gegnern macht das so viel Spaß. Aber was sein muss, muss sein. Ein Nachfolgemodell der MG-Drohne, bei dem die Waffe im Torso durch eine Elektroschockwaffe ausgetauscht wurde, die Ziele durch Hochspannung bewegungsunfähig macht. Ah, Lähmungszustände, wundervoll. Physische Attacken füllen die Schockleiste dieser Drohne schnell auf. Wenn du ihr im Flugmodus eine bestimmte Menge physischen Schaden zufügst, stürzt sie ab. Genau das gönne ich ihr. Genau darauf will ich gerne hinarbeiten. Ach, diese Fliegenwinde, die kriege ich dann schon wieder gar nicht mit meinem Angriff hier. Aber ich habe das richtige Element auf der Waffe. Stimmt. Maschinengegner und Cloud ballert auf die Maschinen. Also ballert nicht, sondern schlägt dagegen. Das ist eine Kombination, die sich anbietet. Zumindest für uns. Für den Gegner nicht so geil, aber heute haben die Gegner von mir keine Empathie verdient. Manchmal tun mir auch Gegner leid, aber Maschinengegner sowieso nicht. Maschinen haben keine Gefühle. Außer in Nier. Aber wir spielen ja nicht Nier. Ich muss jetzt irgendwie die ganze Zeit diese Parallele gedanklich ziehen, weil mich das Gebäude hier halt echt, echt stark dran erinnert. So. Oh, guck mal hier. Ey, Barrett, halt bitte deine Gusche, okay? Ich hasse es in allen Spielen, wenn die so im 5-Sekunden-Takt dir immer wieder Hinweise geben, obwohl du eigentlich weißt, wo du hin musst. Am besten ist, ich finde, der beste Kompromiss für solche Fälle ist immer, wenn du per Knopfdruck dir Hinweise holen kannst, so. Aber egal, hier gibt es auch nicht viel zu untersuchen, scheinbar. Also ab in die nächste Etage. Oh, ein Schätzelein. Hallo Schätzelein, bald bist du mein. Das kann doch nicht sein. Ich muss gleich weinen. Ich hab's heute mit hässlichen, semi-professionellen Reimen. Aber das waren wenigstens echte Reime. Inhaltlich zwar eine 6-, aber egal. Raviton-Sphäre. So, alles klar. Das ist aber, da wird nichts Gutes drin sein, weil die so einfach zu finden war. Super Trank, wusste ich's doch. Deswegen ist meine Enttäuschung auch hält sich in Grenzen, sage ich mal so. Richtig enttäuscht bin ich immer nur, wenn gut versteckte Kisten oder Schätze dann immer nur Murks beinhalten. Gibt's ja auch relativ häufig in verschiedenen Spielen. Hier gibt es eine Treppe, die auch noch begehbar und funktionsfähig aussieht. Hier kannte ich mich aber gerade rüberziehen. Ah, da ist ein Schatz. Und zwar einer, den man wahrscheinlich leicht übersehen kann. Das ist aber einer, den ich Gott sei Dank nicht übersehen habe. Springen die da nicht rüber? In der Kirche sind sie über sowas hier auch rübergesprungen, oder nicht? Ich meine, da war das auch kein Hindernis. So, warte mal, ich habe aber gerade dieses Dings-Seil-Symbol gesehen. Seile. Jetzt. Man muss noch ein bisschen weiter wegstehen. Alles klar. Abstand ist alles. Oh.
Wie komme ich da jetzt runter? Wie kommt man da jetzt runter? Ich weiß nicht, wie man da runterkommt. Ist euch bestimmt noch gar nicht aufgefallen. Da ist eine Treppe. Vielleicht kommt man mit einer Treppe runter. Ich würde sagen, oh, das ist durchaus naheliegend. My gosh, how beautiful. Voll schön einfach. Voll schön. Stellt euch mal vor, da unten wäre es nicht so ein Geröllhaufen und eine komplett zerstörte Stadt, sondern ein See und Wald. Und ich wollte gerade sagen, und viele glückliche Menschen. Aber viele Menschen machen automatisch schöne Settings kaputt. Lieber ohne Menschen. Und die wenigen, die man sieht, sind aber glücklich. Achso, hier kann ich das abkürzen. Dann habe ich das jetzt auch verstanden. Magischer Ring. Guck mal, da kommen wir der Sache doch schon näher. Denn magischer Ring klingt, als könnte das ein bisschen mehr als nur ein Supertrank. Eventuell habe ich das aber schon. Weiß ich nicht. Ich würde aber sagen, nicht. Ich würde sagen, das ist der erste magische Ring. Da ist er. Entschuldigung. Ein Ring, der das Herz derer, die ihn ansehen, gefangen nimmt. Ist das gut oder ist das schlecht? Verlängert die Effektdauer von positiven Zustandsveränderungen, die auf den eigenen Charakter gewirkt werden. Ja. Ja, wenn das irgendwann mal kriegsentscheidend ist in einem Kampf, dich mit Zustandsveränderungen XY zu buffen. Also das ist ja dann keine Zustandsveränderung, sondern halt ein Buff. Kann man drüber nachdenken. Zum jetzigen Zeitpunkt für die ganz normalen Otto-Normalkämpfe würde ich sagen, entbehrlich. So, ich muss jetzt oben trotzdem nochmal gucken. War hier sonst noch was? Ich war jetzt nämlich so auf die Kiste fixiert. Nee. Ich komme jetzt aber auch nicht ohne weiteres wieder zurück. Nope. So, das heißt, wir ziehen uns einmal hier wieder nach oben. Und dann haben wir diese Ebene, würde ich sagen, auch ausgiebigst ausgekundschaftet. Und dann wird es hier weitergehen. Was ist mit den unteren Treppen? Da kann man gar nicht lang, ne? Ich würde sagen, nicht. Ich finde das übrigens cool, dass das ganze Bild hier auch so schräg ist. Also es fühlt sich wirklich so an, als müsstest du mit deinem Körper irgendwie so ein Gegengewicht schaffen. Das haben sie schon... Haben sie schon ganz gut eingefangen hier. Also wenn jetzt nicht noch so ein richtig übertriebener Ekelboss kommt, dann hat das hier echt das Potenzial, mein Lieblingskapitel zu werden, wenn das hier so weitergeht. Wobei die Kapitel ja auch eine Weile andauern, ne? Vielleicht ist das auch nicht das einzige Setting. Wobei das Kapitel, das hieß irgendwas mit... Hieß das nicht irgendwas mit Plattentrümmer oder so? Also das würde ja schon implizieren, dass zumindest der Großteil sich hier auch abspielt. Und ich meine, Großgebiet ist das, Großgebiet. Groß genug ist das Gebiet, ja. Um damit ein ganzes Kapitel zu füllen, würde ich jetzt behaupten. Guck mal, die Glühbirne funktioniert noch. Weißt du, die Lichter an den Autos, gut, an diesem Auto jetzt nicht unbedingt, aber manche Sachen laufen hier noch. Es ist nicht alles kaputt. Ich dachte gerade, jetzt kommt eine Cutscene. Als sie plötzlich so dunkel wurde. Kann ich mich da irgendwo hochziehen? Nee, aber es sieht so aus, als könnte man sich darüber ziehen, aber da sind wir doch gerade hergekommen, oder? Nee, sind wir nicht. Das ist eine Ebene drunter. Würde ich jetzt sagen, oder habe ich einen Knick in der Optik? Ja, das ist eine Ebene drunter. Wäre da vielleicht irgendwas gewesen? Aber ich habe jetzt keine Möglichkeit gesehen, die Seilpistole hier einzusetzen. Da oben, man muss eigentlich nur nach den Seilen Ausschau halten. Aber hier sind halt Seile. War ich da unten schon? Ich würde sagen nicht. Ich glaube, wir sind über den Treppenbereich das Ganze ein bisschen weitläufiger abgelatscht. Also haben ein paar Etagen auch übersprungen. Aber ranziehen tut er sich da nicht. Okay. Dem schenke ich jetzt auch nicht mehr Beachtung, weil ich da keine Kiste oder sowas gesehen habe. Sonst wäre das was anderes. Oh mein Gott. Es geht wieder raus. Wir sind wieder auf dem Präsentierteller. Vielleicht werden wir aufgeschnappt. Ja, das war nur eine Frage der Zeit. Oh Gott, der wirft Granaten. Deswegen heißt der Granatwerfer, oder? Oder schmeißt du mit Rosenblüten auf uns? Ich glaube nicht. Ich glaube, du bist kein Tuxedo-Mask-Verschnitt. So, ich will dich aber einmal analysieren, denn ich bin mir sicher, wir kennen uns noch nicht.
So, ein Nachfolgemodell der MG-Drohne, bei dem die Waffe im Torso durch einen Granatwerfer ausgetauscht wurde. Es ist größer und nicht flugfähig, aber seine Granaten können mehrere Gegner auf einmal ausschalten. Die Schockleiste wird jedes Mal gefüllt, wenn eine bestimmte Schadensmenge zugefügt wird. Okay. Und Elektro mag er nicht. Das heißt, er freut sich jetzt richtig, wenn Cloud mit seinem Brotmesserchen hier anfängt, für Remi Demi zu sorgen, nicht? Ihr könnt jetzt hier auch zaubern. Ich glaube, das wird nicht erforderlich sein. Guck mal, der ist jetzt schon im Schock. Der ist jetzt schon im Schock. Mutangriff. Jawoll. Komm, noch einer, bevor die Schockleiste abklingt. Jetzt. Mutangriff. Und das war's dann. Ja. Sehr gut. Guter Gegner. Sehr guter Gegner. Wenn man hier die Gewittermaterie angelegt hat, dann braucht man nicht viel zu befürchten. Wenn diese ganzen Luftviecher nicht wären, könnte das ja fast mein liebster Gegnerpool werden. Aber bisher gab es, glaube ich, in jedem Kapitel immer irgendwelche richtigen Abnerv-Gegner. Gehört wohl dazu. Wäre auch ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, ne? Wenn ich ja alles nur Kanonenfutterpotenzial hätte. Na dann, gute Nacht. Daran will ich gar nicht denken. Ich habe eher die Befürchtung, dass das hier nicht auf natürlichem Wege zusammenstürzen könnte, aber dass von außen jemand, der sieht, dass wir uns hier alle tummeln, vielleicht mit irgendeiner Riesenkanone oder so das Ganze hier willentlich zu Fall bringen könnte. Da sehe ich eher die Gefahr. Und hier ist die nächste Kiste. Sehr schön. Turbo-Ether, auch sehr schön. Turbo-Ether kann ich mir durch Mogri-Medaillen aber auch ein bisschen zulegen. Werde ich zu gegebener Zeit eventuell auch tun. Mal gucken. Apropos gucken, wo gucken wir jetzt zuerst? Führt das hier? Ne, das führt nicht ganz kreisförmig rum. Hier ist nämlich eine Sack... Ne, gar nicht. Hä? Die ist ja aber nicht eingezeichnet. Guck mal, hier ist so ein Leitersymbol, hier aber nicht. Ach so, weil das nur zu der Kiste führt. Alles klar, das ist kein kompletter Ebenenwechsel. Alles richtig gemacht. Ey, ich liebe das Kapitel auch dafür, dass man hier wenigstens mal ein paar Kisten bekommt. Mir ist auch der Inhalt egal. Es ist halt nur super motivierend, wenn man immer mal wieder irgendwo ein Schätzchen findet, was man mitnehmen kann. Da brennt's noch. Oh Mann. Oh Mann. So schön und so unschön zugleich. Das ist so ein Paradoxon. Man will das irgendwie gar nicht zu viel loben, weil ein schrecklicheres Szenario kann es eigentlich gar nicht geben. Ich liebe einfach diesen Kontrast. Ich mag es in so vielen anderen Bereichen, die mit Kunst zu tun haben, auch bei Musik übrigens, wenn so Dinge zusammengebracht werden, die so Positives und Negatives miteinander verknüpfen und daraus irgendwie so ein irritierendes Gesamtbild schaffen. So, ich kann das schwer erklären, aber ich feiere das. Das trifft einfach genau meinen Nerv. So. Da oben. Ich versuche gerade irgendwie zu erahnen, wo denn hier das Ziel erreicht ist. Wahrscheinlich, wenn wir ganz oben angekommen sind, aber für mich ist hier gerade nicht erkennbar. Hier? Ist das oben hier, wo ich nicht weiter mit der Kamera nach oben gucken kann? Eventuell. So, hier in den Ecken lohnt es sich wenigstens ein bisschen nach Kisten Ausschau zu halten, denn hier gibt es Kisten. So, MP-Heilung durch Marconi. Das habe ich auch schon wieder voll verdrängt. Dass du ja MP auch darüber auffüllen kannst. Sehr praktisch auf jeden Fall. Ach, guck mal, jetzt geht's aber hier wieder runter. Jetzt geht's hier wieder runter. Hier bin ich doch nicht hergekommen, oder? Was für ein Kuddelmuddel. Nee, wir sind von der... Hier ist auch noch ein Weg. Den habe ich gerade fast übersehen. Das ist gerade einfach nur so ein bisschen als Hintergrund-Deko wahrgenommen. Aber nix Deko. Hier geht es jetzt doch nach oben. Okay, dann ist jetzt die große Frage. Runter. Ich bin nicht hergekommen. Bin ich jetzt einmal da oben im Kreis gelaufen? Das ist der Kartenabschnitt, wo ich vorhin hier auf der Seite, ja, die Kiste mitgenommen habe. Ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Sorry, Barrett, ich wollte meinen Kopf nicht in deinen Allerwertesten stecken, aber wenn das Spiel dich nicht schneller klettern lässt, dann lässt sich das manchmal nicht vermeiden. Kitzelt bestimmt ganz schön mit den spitzen Haaren von Cloud, aber ich glaube, Barrett hat schon Schlimmeres in seinem Leben durchgemacht. So. Kann man da irgendwie raufspazieren?
Oh, es sieht gefährlich aus. Da hätte ich Schiss an deren Stelle. Da, wo Cloud gerade steht, hätte ich auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich habe jetzt keine allzu krasse Höhenangst, aber ich habe immer da Höhenangst, wo eine Absperrung oder sowas fehlt. Wenn ich irgendwie mich an so einem Geländer irgendwie anlehnen kann oder so, dann kann ich auch ganz weit in die Tiefe gucken. Aber so, hier so am Abgrund stehen, das könnte ich nicht. Ich brauche immer irgendwas, was mir Sicherheit suggeriert. Fühlt sich verdammt gut an, dass wir Shinra jetzt endlich an den Kragen gehen. Platz nicht vor Wut. Keine Sorge, wenn hier wer platzt, dann diese Shinra-Säcke. Ich weiß nicht. Ich bin da, glaube ich, eher auf Tifas Seite, die sich vornehmend zurückhält und wahrscheinlich mit das Ganze ein bisschen realistischer einschätzt und wahrscheinlich auch Sorgen hat, die für mich nachvollziehbar sind. Aber es braucht halt auch jemanden wie Barrett, ne? Wenn du in so einer Konstellation, in so einer Widerstandsgruppe nur Leute hast, die übervorsichtig und voller Sorgen sind, dann kommst du halt auch nicht weit, ne? Er ist so in seiner Motivatorrolle und in seinem Chakra und in seinem Entflammen seiner Mitstreiter halt so gut, dass Avalanche halt nicht das gleiche wäre, wenn er nicht mehr wäre. Er ist halt ein guter Anführer, einfach. So. Du musst nicht untersehen. Alles ganz cool. Mit dir Ruhe selbst. Ich bin ein bisschen nervös. Verstehe ich komplett. Ich würde hier wahrscheinlich auf allen Vieren irgendwie rüberkrabbeln. Wobei, ich glaube, das wäre sogar noch schwieriger am Ende des Tages. Weiß nicht, ob ich dafür die Nerven hätte. Na gut, wenn es um Leben und Tod ginge, wahrscheinlich schon. Ich bin auch gar nicht schlecht so im Balancieren. Kennt man ja, früher gab es das ja im Sportunterricht hier und da mal. Aber bei der Höhe, ob da die Nerven das Ganze aushalten würden... Keine Ahnung. Aber Gott sei Dank muss ich das ja nicht machen. Gott sei Dank sitze ich ganz gemütlich in meinem Zimmer an einem Pad und lasse meine Leute darüber laufen. So, die Gegner haben wir auch hier schon mal an... Oh, da hinten ist ein Schimmer. Das ist nicht so geil. Das ist nicht so geil. Aber die Bioketten kriegt man relativ easy down. Und der eine Schimmer, der wird uns hier auch nicht das Leben schwer machen, denke ich mal. Hoffe ich mal. Okay, schon wieder lauter Angriffe, die hier ins Leere laufen. Ich kann hier aber nicht runterfallen, oder? Wenn er hier immer irgendwo, keine Ahnung, ganz weit nach oben springt, ist meine größte Angst immer, dass er in die Tiefe stürzt und ich dann alles irgendwie nochmal machen darf. Ich habe keine Ahnung, weißt du was, bei dem Gegner will ich, weil er den Schockschuss einfach hat, lieber hiermit. Hiermit mein Glück versuchen. So, schockanfällig, sehr schön. Ramme? 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 Nein! Gerade eben war er noch unten. Jetzt pickt er mir hier auf den Kopf rum. Sag mal, hakt's? Hier, Schockschuss. Das ist mein Dankeschön an dich. Boah, nee, es dauert mir auch zu lange. Naja, die Möglichkeit, die fliegenden Gegner hier aus dem Weg zu räumen, die sind halt irgendwie gefühlt viel zu gering. So, aber Barrett hat gleich wieder sein ATB. Ah, wobei, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Wobei, doch, komm. Einmal nochmal einen Schockschuss. Das ist das Einzige, was ich hier tun kann, was sich irgendwie halbwegs sinnvoll anfühlt. Können natürlich auch überlegen, ihm eine andere Waffe zu geben, aber... Nee. Nee. Wird schon seinen Grund haben, dass ich ihm damals diese gegeben habe. So, ich muss jetzt nur kurz gucken, dass ich meine Leute wieder ein bisschen aufgepäppelt kriege. Denn so bin ich definitiv nicht weiter. Sehr gut, danke schön, Tifa. So, dann lass uns mal gucken. Haben die hier irgendwas Schönes bewacht? Außer den richtigen Weg, der wahrscheinlich dort war, wo wir die beiden hübschen Menschen gerade langlaufen sehen haben. Hier mittig, könnte man sich da irgendwo hinziehen? Moment, ihr habt das auch gesehen. Da. Da. Da! Ich habe ein Secret gefunden, hoffentlich. Jawoll! Auch relativ leicht zu übersehen, aber... Oh, da ist gerade hinten so ein Bauteil runtergefallen. Das da wackelt auch. Aber das bricht noch nicht ab. Okay, krass. Ich habe mich gerade wirklich voll erschrocken. Finde ich aber so gut gemacht einfach. Das sind so Kleinigkeiten, aber da fliegt einfach mal irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Stück Geländer hier einfach mal runter. So, ich habe gerade einen Zauberreif bekommen. Ich weiß, war das nicht eins der Items, wo ich immer überlegt habe, soll ich es kaufen, soll ich es nicht kaufen?
Ich muss mal gucken, war das hier? Nee, Reife waren hier. Wie hieß das Ding? Zauberreif, nicht Zaubererreif. Ich glaube, das hat mir noch gefehlt. Ein Armreif, der auf einen vielfältigen Gebrauch von Materia ausgelegt ist. Ja, ja, ich sehe schon. Apropos, haben wir hier nicht wieder ein bisschen was angehäuft durch das ein oder andere Level-Up? Können wir mal seine Abrissbirne ein bisschen stärken? Ja, wobei, vielleicht sollte ich das machen, wenn wir die nächste Bank und den nächsten Automaten wieder vor der Nase haben. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, physische Attacke, ganz schön teuer. Längere Buff, selbst erlittener magischer Schaden beim Blocken minus. Ja, ich nehme hier... Wobei, ich könnte jetzt Schaden von Limits... Ich pushe jetzt das einfach mal, weil er jetzt auch das Item angelegt hat, was seine Limits schneller voll machen. Vielleicht ist das im Zusammenspiel gar nicht so verkehrt. Okay, dann würde ich sagen, hier alles gesehen. Gut, dass dieser Ring immer so ein bisschen eingezeichnet wird oder angezeigt wird, wenn... Oh oh. Wenn in der Nähe die Möglichkeit besteht, die Seilpistole einzusetzen. Hilft auf jeden Fall. Oh, jetzt muss ich gerade an Hinokuni denken. An das Lava-Vulkangebiet. Da gab es auch so eine Stelle. Ich weiß nicht, woher aber diese Assoziation kommt, zumal Ninokuni gerade mal so gar nichts mit Final Fantasy VII am Hut hat. Außer, dass beides großartige Spiele sind und dem gleichen Genre entspringen, aber trotzdem sind die eigentlich gar nicht vergleichbar. So, kann ich hier runterfallen? Das wäre eigentlich mega realistisch. Ich könnte gerade den Hintern der Entwickler dafür knutschen, dass man hier nicht runterfallen kann. Ich hoffe, die waschen sich auch alle, sonst nehme ich die Aussage wieder zurück. Vielleicht nehme ich die generell zurück. Vielleicht wäre das auch zu schwer gewesen, das zu programmieren oder so, keine Ahnung. Aber gut, dass wir nicht runtergefallen sind. Das ist das Wichtigste. Wir sind noch am Leben. So, Kamera kann ich hier übrigens nicht drehen. Sonst würde ich uns allen mal einen Blick nach unten gönnen. Aber was nicht geht, das geht nicht. So, Kistenkrieg lässt grüßen. Gegengift und MP-Heilung. Sehr gut. Brauche ich jetzt eventuell noch Heilung? Ja. Ein bisschen zumindest. Warte mal. Barrage, Tifa, Vitaga. Nehmen wir mal einmal Vitra. Das geht jetzt auf alle, ne? Ja. Genau, das Symbol war noch aktiv. Oh oh. Ah, als hätte ich es geahnt. Runter! Scheiß Heli! Lässt einfach nicht locker! Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wir müssen immer in Bewegung bleiben. Wir sehen es. Bekämpfen wir den jetzt oder geht's nur darum, jetzt von Kiste zu Kiste zu rennen oder von Container zu Container viel eher? Nein! Das ist mich komplett verarscht. Ich bin erst losgelaufen, als es aufhörte. Scheinbar ein bisschen zu spät. Hört er auch mal auf? Jetzt. Schon mal erwähnt, dass ich solche Stellen hasse. Oh, ich bin einfach so schlecht im Time von so einem Rotz. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Ich werde nie die nächste Kiste erreichen. Keine Geduld für sowas. Ich bin halt so übervorsichtig. Ich renne mal erst viel zu spät los. Weil ich mir aber denke, hört er jetzt wirklich auf? Hört er jetzt wirklich auf? Und das sind dann die wertvollen 2 Sekunden, die mir fehlen. So. Diese Aussage von Barrett, der lässt auch nicht locker, dieser Heli, ist eigentlich voll falsch, weil der greift uns hier gerade zum ersten Mal an. Oder der hat das darauf bezogen, dass er uns halt die ganze Zeit folgt. Das wird's wohl sein. Jetzt fresse ich ja auch Schaden, ernsthaft? Aber fairerweise muss man sagen, nicht allzu viel. Warte mal, jetzt da oben noch irgendwie einen Weg gegeben. Ich glaube, hier braucht man nicht zu durchsuchen. Sind das die Treppen, wo ich vorhin mich gefragt habe, ob wir hier jemals langkommen? Oh, das sieht nach Kampffläche aus. Oder? Die Heli, die werden wir doch hier bestimmt gleich außen knocken in irgendeiner Form. Wahrscheinlich in Form eines Kampfes. Oh, mein Freund, der Granatwerfer. Ich habe gehört, du magst mein elektrisierendes Schwert ganz gerne. Deswegen bekommst du jetzt hier eine Sonderbehandlung. Oh, der hat seinen Freund mitgebracht. Traurig genug, dass der überhaupt Freunde hat.
Aber wir wuchsen euch beide ab. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Oder Gott sei Dank nicht vermeiden. So, warte mal tiefer. Ich weiß, wir haben gerade eigentlich wegen dem Schockzustand ein bisschen was anderes noch auf der Uhr, aber L1. So, Vitra. Cloud. So, das muss jetzt einmal sein, denn er wäre uns ansonsten hier abgenippelt. Kann man wieder in die Offensivhaltung gehen. Ey, Cloud, warum triffst du denn nicht? Geh doch mal nach vorne! Bist du bescheuert oder was? Oh, wie mich diese... Oh, okay. Cool. Alles cool. Ich habe alles im Griff. Alles im Griff. Es gibt überhaupt nichts, weswegen man sich aufregen muss. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, dass die Leute nicht zum Gegner... auf den Gegner zurennen. Aus Spielen, die so eine Kombination aus Runden basiert und Echtzeit sind, kenne ich bei den Spielen, die ich normalerweise spiele, das immer so. Dass der automatisch auf irgendeinen Gegner zurennt. Manchmal auch auf den falschen, aber zumindest rennen die auf irgendwelche Gegner zu. Egal. So. Ich muss mit Tifa jetzt irgendwie mein ATB befüllen. Jetzt sterbe ich hier einfach. Ach, jetzt hat sich hier irgendwie noch... Ne, es sind immer noch zwei Gegner. Ich zieh mich zurück. So, warte mal, ich wollte jetzt die ganze Zeit mit ihr Gruppenheilung machen, aber einer fehlt ja hier noch in der Illustron-Runde. So, warte mal, wenn Cloud jetzt zurückkommt. Ach so, ja, Barrett greift wieder die Luft an. Ja, ist okay. Ich hab's registriert. Es wäre auch schön, wenn ich ihn mal wieder steuern könnte. Danke. So, Tifa, kriegst du es jetzt hin, ohne zu verrecken? Das sieht schon mal gut aus. Dann überleben wir das Ding ja vielleicht doch heute noch. So, einmal hier bitte. So. Und dann kann ich mit Cloud. Aber erst nachdem ich ganz nah an den Gegner rangegangen bin, ja, und den so richtig schön ankuschle, damit ich auch richtig sein Odeur erriechen kann. Erst wenn ich in der tiefsten Umklammerung mit ihm stehe, erst dann greife ich an. Das ist das neue Credo. Die sind nämlich eigentlich gar nicht... Jetzt trifft er die schon wieder nicht. Ey, sag mal... Ich gehe jetzt wieder in die Allround-Haltung. Wenn er 10 Jahre braucht, um beim Gegner anzukommen, wenn er einmal weggeschleudert wird, dann... Darf ich auch noch mal irgendwie heute zum Zug kommen? Oder war's das? Weil der kommt jetzt nicht mal so an den Gegner. Nicht mal mit Schwertsturm. Hat der Gegner irgendeine Barriere oder warum komme ich nicht an den ran? Jetzt darf ich wieder. Jetzt habe ich aber kein ATB mehr. Jetzt schleuderst du mich wieder weg. Bin schon wieder im 7. Kampfhimmel hier. So. Einmal das Limitieren. Nur Cloud. Sag mal, wie viele Gegner sind das denn? Waren das nicht gerade eben noch zwei? Hat irgendeine Barriere um sich. Das war auch der Grund, warum ich den vorher nicht getroffen habe. Und diese Barriere, die hält den von mir weg. Beziehungsweise mich von dem weg. Wird es wahrscheinlich besser. Das ist das, was ich jetzt erst kapiere. Aber dann habe ich wenigstens... Wenn diese Antwort denn stimmt, dann habe ich wenigstens eine Antwort. Das ist schon mal viel wert. Das war gerade nicht der beste Move. Der ist jetzt nämlich alleine. Impulsiv hätte es auch getan. Boah, ey, was eine schwere Geburt. Das habe ich nicht kommen sehen. Nachdem ich diesen einen Granatenwerfer so relativ problemlos aus dem Weg geräumt habe, habe ich jetzt bei den zweien ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das zum Problem werden könnte. Aber man lernt nie aus. So. Vitaga. Einmal bitte für alle. Und dann hoffe ich einfach mal, dass irgendwann mal wieder eine wunderschöne Bank auf uns warten wird, die es ermöglichen wird, die MP wieder zu befüllen. Wobei ich glaube, ich habe auch einen ganz guten Ether-Vorrat. Ich bin da nicht zwingend darauf angewiesen. So, da oben ist die nächste Leiter, die uns
auf die nächste Ebene bringt, logischerweise. Ich versuche nur anhand von dem, was man hier so erkennt, rauszufinden, ob das eventuell so ein Boss-Plateau sein könnte. Aber nach so einem Kampf glaube ich nicht, dass da oben ein Boss kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. So, ich gucke gerade eher, ob ich mich hier nicht vielleicht irgendwo nach oben ziehen kann. Weil das ist hier für dieses Setting gar nicht mal so ungewöhnlich, aber scheint nicht zu funktionieren. Dann lass uns mal gucken, was hier oben auf uns wartet. Ich bin guter Dinge. Jetzt habe ich das verstanden. Ich werde mich nicht nochmal bei diesem Gegner aufregen, weil ich jetzt glaube, ich weiß, warum ich nicht an den Rand kam. Ich dachte, die Spielmechanik wäre nur schon wieder so komisch. Weil ich mir eigentlich ja schon angewöhnt habe, nah an die Gegner ranzugehen, nachdem ich in den ersten Parts, nach dem ersten Dutzend Parts, müsste man ja schon fast sagen, ja auch erkannt habe, dass das mein Fehler war in vielen Kämpfen. Es ist ein ATB natürlich auch nicht gefüllt, weil die alle so weit weg sind jetzt. Jetzt bequemt sich mal wieder einer auf meine Höhe. Ich weiß, ich könnte auch zaubern, aber nö. Oder? Wobei Cloud hat eigentlich... Obwohl, Barret hat auch noch ganz gut Dings hier. MP. Warte mal, was hat Cloud... Gegen was waren die nochmal? Feuer oder Wind? Naja, nee, dann sollte ich aber nicht mit ihm angreifen. Mutangriff trifft natürlich nicht. Was hat ein Cloud da für eine komische Zustandsveränderung? Ich zauber jetzt einfach gar nicht. Ich weiß auch nicht. Die treffen einfach nicht. Jetzt kann ich dir das sagen. So, wir werden jetzt mit ihm zaubern. Das dauert mir nämlich alles viel zu lange. Keine Geduld für sowas. Einmal Feuer. Wer hat jetzt mehr Energie noch über? Der hier. Einmal auf den. Bitte triff. Danke. Er hat getroffen. Barret hat getroffen. Ich kann mein Glück schon wieder gar nicht fassen. Ist der andere auch down? Ja. Es ist tatsächlich vorbei. Es ist vorbei. Meine Güte. Drei Kreuze erstmal machen. So. Einmal hochgeheilt. Sehr schön. Cloud hat noch die kompletten MP zur Verfügung. Das ist gut. Da oben habe ich eine Kiste gesehen. Da oben habe ich eine Kiste gesehen. Die wir... Oh, oh. Oh, oh. Es ist soweit. Es ist soweit. Okay. Erstmal den Automaten checken. Obwohl die Bank jetzt eigentlich gerade viel wichtiger ist. Aber wir haben hier wieder schöne Angebote. Ich sag euch, nächstes Mal ist Boss-Time. Nächstes Mal ist sowas von Boss-Time. Da spricht gerade sehr, sehr viel dafür. Wobei, das sage ich eigentlich jedes Mal, wenn ich an so einer Bank stehe. Aber wir sind jetzt schon relativ weit oben. Warte mal, ich kann ja mal grob gucken. Wobei, wo laufe ich denn da hin? Da ist die Kiste. Ist das wirklich der richtige Weg? Ich setze mich mal lieber hin. Nicht, dass ich mich gleich in irgendeinem Kampf wieder sehe und dann wieder rumheule, dass es mir an MP mangelt. So, dann wäre das nämlich schon mal safe. Und dann hätte ich gerne noch die Kiste. Und hoffe, dass ich jetzt nicht in das nächste große Brimborium reinrenne. Vielleicht werden wir uns auch irgendwie durch die Kuppel bashen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Also entweder dort wird irgendwas sein, wenn man da irgendwie aufs Geländer kommt. Oder wenn man hier bis zum Ende durchläuft. Oder ich komme irgendwie hier in diesen Containerbau rein. Aber das werden wir nicht mehr heute rausfinden, liebe Leute. Denn ich werde an dieser Stelle den Part beenden. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!